Herzlich willkommen, schönen guten Tag hier aus dem Hamburger Hafen bei herrlichstem Wetter zum AIDA Primetime Magazin. Ja, wie Sie sehen, jetzt ist langsam wieder ein bisschen Ruhe im Hamburger Hafen eingekehrt. Letzte Woche Samstag hatten wir hier genau die Taufe der AIDA Prima. Ein wirklich spektakuläres Event und wir haben ja auf der Website schon ein Best-of sozusagen veröffentlicht. Die meisten Bilder werden Sie gesehen haben, aber ich habe Ihnen hier noch einen kleinen Blick hinter die Kulissen mitgebracht. Bei unserem Board war nämlich Tim Mälzer. Tim Mälzer hat mit uns gemeinsam eine Kochschule auf AIDA Prima, übrigens die einzige Tim Mälzer Kochschule weltweit. Und er war an Bord zur Taufe und hat für die Gäste auf AIDA Prima und auch für die Taufgäste, die speziell nur für die Taufe da waren, gekocht. Gucken Sie mal hier. Ich bin nicht zum ersten Mal auf so einem Schiff in der Crew. Ich habe das schon ein, zwei Mal auch als Gastkoch gemacht. Und deshalb bin ich auch total entspannt, weil ich weiß, welche Qualitäten erstmal hier rauskommen. Und vor allen Dingen, dass die Küchenchefs und Sous-Chefs vor allen Dingen wirklich mit einer exorbitanten organisativen Qualität wirklich gesehen. Das sind echt gute Köche. Und ich mag gerade die kleineren Restaurants. Auch das schöne Tageslicht, die Terrasse dazu. Das ist ein ganz normales Restaurant, bloß dass es wirklich schwimmt. Und gerade in solchen Küchen juckt es dann auch selber mitzumachen. Aber dass auch gerade für die Restaurants so exquisite Qualitäten eingekauft wird, die ich mir selber teilweise nicht leisten kann, war ich sehr beeindruckt. So Autogummi und so schon. Könnt ihr auch rausschmeißen nachher, wenn ich ihn nerve, ne? Ja. Da habe ich kein Problem. Klar. Immer wieder spannend. Ich habe mich darauf gefreut. Ich habe mich darauf gefreut, ihn zu treffen, weil gerade wenn sich Köche unterhalten, manchmal entwickeln sich sogar neue Gerichte, weil man unterhält sich viel über Essen und tauscht sich aus über Produkte, über Garmethoden oder auch generell über das Kochen in der Küche. Tim Mälzer, ein wirkliches Highlight auf AIDA Prima. Und als wäre es nicht genug, haben wir jetzt hier für Sie direkt das nächste Highlight. Zum 20-jährigen Jubiläum von AIDA am 7.6. haben wir das Entertainment-Programm auf unseren kleinen Schiffen komplett erneuert. Cara, Vita, Aura mit ganz neuem Entertainment-Programm. Gucken Sie mal hier, ich habe Ihnen ein paar Ausschnitte mitgebracht. Es geht um die Lebensgeschichte und die künstlerische Geschichte, den Werdegang von Bryan Adams. Und wir versuchen das auf die Bühne zu bringen in einer ganz neuen Art und Weise. Wir wollten was komplett Neues auf die Bühne stellen, um unsere Gäste mal wieder komplett neu zu begeistern. Wir gehen in einen neuen Weg der Kostümproduktion. Und diese Show, die ihre Geschichte hat, sollte natürlich auch passend zur Geschichte wundervolle, fantasievolle Kostüme haben. Außer den 6 Solisten und den Tänzern, die jetzt ein Tanzpaar sind, auch ein Zirkusartisten endlich an Bord dieser Schiffe der Cara-Generation. Dabei ist alles, ist die Show, bei der es keinen auf dem Sitz halten wird. Neu bei dieser Show wird auf jeden Fall sein, dass unsere Darsteller nicht nur auf einem Fleck für unsere Gäste performen und werden sie in diese Party mit reinziehen. Liebe Urlaubsfreunde, Sie kennen das. Im Urlaub hat man endlich mal richtig Zeit, ein schönes Buch zu lesen. Die Frage ist nur das, was lese ich? Ein Sachbuch, ein Liebesroman oder ein Krimi? Wir bei AIDA haben gemeinsam mit dem Autor Jörg Böhm uns darüber Gedanken gemacht und haben mit ihm gemeinsam ein Buch entwickelt, beziehungsweise er hat es geschrieben und wir haben ihn dazu motiviert, was entlang der Strecke, die AIDA Prima jetzt fährt, spielt. Wir haben für Sie den Autor Jörg Böhm gefragt, wie es zur Zusammenarbeit gekommen ist und worum es in dem Buch geht. Für die neue Prima würden wir gerne ein weiteres Highlight setzen und quasi sowas wie der Reisefilm zu sagen, okay, ich nehme eben diese Erlebnisse als Bilder mit nach Hause, haben wir jetzt eben einen Krimi, über den man dann eben als Passagier sagen kann, der spielt an den Orten, wohin das Schiff mich geführt hat. Es geht um Wehrmachtssoldaten, die sich in Niederländerinnen verliebt haben. Wilhelmina Nissen, eine Matriarchin, sie wird 90 während der Kreuzfahrt. Sie ist das Oberhaupt einer alten Hamburger Kaffeerösterei-Dynastie, dass sie ihre Familie einlädt, mit ihr diese Kreuzfahrt zu absolvieren. Und während der Reise an den Orten passieren dann eben
die ja, ominösen Todesfälle, die dann eben erst kurz vor dem Anlauf in Hamburg dann gelöst werden. Kennen Sie eigentlich die AIDA Primetime, unsere tägliche Show mit den Highlights des Tages, mit spannenden Gästen und ganz viel Überraschung? Sehen Sie hier die Highlights der letzten Woche. Und hier ist er, Ihr Entertain Manager, T.O.M. Tom. Schön, dass Sie da sind, meine Damen und Herren. Da muss ich mal sagen, machen Sie das öfter schon mal bei Stefan Raab gewesen? Ich mache das specially for you. Nur für mich. Nur für mich. Ich präsentiere Ihnen den romantischsten Ort an Bord von AIDA Blue. Bitte schön. Auslaufmusik, Sail Away. Deck 14, ganz vorne. Caipirinha. Herrlich, oder? Die Mitreisenden im Bademantel. Und jetzt? Jetzt, meine Herren, wissen Sie, was der romantischste Ort ist. Ja. Meine Damen und Herren, Happy Birthday, AIDA Stella! Happy Birthday to you. 240 Eier, 15 Kilogramm Biskuitteig, ja. Lächerliche 10 Kilo Butter haben wir da verarbeitet, ja. For us it's very easy because every year we do this. Ja, für ihn ist es einfach, er feiert ja jedes Jahr Geburtstag auf einem Schiff. Er trägt weiße Kleidung. Er hat graue, schmierige Haare. Er macht Quatsch. Und er ist alt. Wer könnte das sein, Dennis? Der Kapitän. Das war jetzt unfreiwillig sehr, sehr komisch, Dennis. Angelina, was glaubst du denn, wer das war? Papa? Sobald ich jetzt meinen Daumen auf deine Stirn lege, schließt du deine Augen und hörst nur zu, was ich dir sage. Je mehr er versucht, deine Hand vom Kopf zu nehmen, desto fester klebt sie fest. Versuch mal, ihre Hand wegzunehmen. Immer fester und fester. Immer fester und fester. Was ist los? Immer fester und fester. Wenn du ehrlich bist, hast du dich angestrengt? Nein. Du hättest deinen Mann sehen sollen. Ich habe mich angestrengt. Er hat sich angestrengt, sagt er. Marco, du kommst mit hier ganz wild auf die Bühne. Ich mach mal ein bisschen Platz. Das ist ja jetzt hier alles deins. Wir hatten uns das eigentlich schon mal vorgestellt, um mal irgendwann zu heiraten mit Kindern. Dass das natürlich nun so kommt, einfach mal spontan. Sollten wir das vielleicht mal ausnutzen? Und vor allen Dingen deinen Traum unter so viel Publikum und Massen einfach mal Wort zu machen. Und ich sag einfach mal. Willst du mich heiraten? Und wenn Sie jetzt so richtig Lust bekommen haben auf einen schönen AIDA-Urlaub, dann gehen Sie am besten direkt auf www.aida.de oder wenden Sie sich an den Reiseberater Ihres Vertrauens. Und um Ihnen die Auswahl so ein bisschen zu erleichtern, haben wir hier die Verlockung der Woche. Wir starten unsere Reise in Dubai und fahren als erstes an der indischen Westküste entlang. Wir besuchen Mumbai, New Mangalore und Mormugao. Wieder gen Norden machen wir noch Halt in Muscat und Abu Dhabi und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Dubai. Das war es jetzt fast mit dem AIDA Primetime Magazin für diese Woche. Zum Schluss nochmal mein absolutes Highlight in den schönsten Bildern, die Taufe von AIDA Prima. Viel Spaß! Du schönes Schiff, ich taufe dich auf den Namen AIDA Prima. Ich wünsche dir, deinen Gästen und deiner Crew allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.